Das Blausternchen hat Besuch. So wie auch diese Krokusse, auch wenn ich jetzt die Bienchen wohl vertrieben habe. Wespe ist an den Krokussen dran. Der Huflattich wird von der Fliege besucht. Und hier nochmal sehr schön ein Winterling. Und hier eine Zwergiris. Das habe ich nicht gesetzt. Auch schon wieder vergessen. Ich glaube, Ackerehrenpreis ist es. Ja, bei schönem Wetter tummelt sich's gerade und da sieht man halt, dass so frühe Blüten extrem wichtig sind. Oh, die Kornellkirsche fängt auch schon an. Und hier eine Strahlenanemone. Die habe ich auch gesetzt. Ja, es waren, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, irgendwas zwischen 300 und 400 Zwiebeln und andere Frühblüher, die ich letztes Jahr gesetzt habe. Jetzt hoffe ich halt, dass ein Großteil kommt und dass das hier ein reichliches Buffet gibt. Ja, da kam ich gestern auch nicht dazu. Ich habe dann doch im Ende des Jahres, also im Spätherbst, ein paar Pflanzen gekriegt. Das sind zwei Sonnentaue, zwei Venusfliegenfallen. Bin ich jetzt mal gespannt, ob die Pflanzen dann alle auch kommen. Ob mein torffreies Moorbeet so funktioniert, wie ich gedacht habe. So, die Schneeglöckchen haben sich gut gehalten. Und im Hintergrund in der Sonne wieder jede Menge Krokusse. Hier vorne auch Krokusse. Ja, so langsam wird es was mit der Artenvielfalt. So, dann hoffe ich, dass dieser Eindruck heute etwas schöner war, weil die Blüten einfach offen sind, das Wetter schöner war und natürlich auch verschiedene Insekten zu sehen sind. Dann noch viel Spaß bei euren Projekten.